Mein Name ist Thomas Strauß, Küchenchef und Küchendirektor hier im Haus. Und ich möchte Ihnen heute was ganz Besonderes zeigen. Französischen Entenwurst mit einer Rotweinschokoladensoße. Ich möchte Ihnen das so fachlich rüberbringen, dass Sie das auch zu Hause nachzaubern können. So, wunderschöne französische Entenwurst. Sie sehen selbst, ganz leichte Haut nur, die man dann einschneiden. Das lässt sich beim Braten, und schauen Sie dieses feine Fleisch an. Ganz mager. Es ist eine französische Entenwurst, eine Barberie, eine Flugente. Diese schneiden wir oben an der Haut ganz leicht ein, so dass wir, wenn wir sie anbraten, sofort in die Form bekommen. Das heißt, durch diesen Schnitt kommt die Hitze sofort ans Fleisch und zieht sich zusammen. Sie werden das dann sehen, und dann bekommen Sie eine wunderschöne, saftige Entenbrust. Das ist an und für sich dieser ganze Trick dabei. So, diese Sache, Sie schauen sich das alles noch einmal an, und wenn Ihnen einfach vielleicht was nicht gefällt hier oder so oder irgendwelche Dinge, das können Sie einfach mal ein bisschen wegschneiden. So sollte es aussehen, denn das Produkt auf dem Teller, wir sehen es dann selber, wird entscheidend sein über die Form des Fleisches, und es soll ja ein bisschen was Festliches sein. So, das haben wir gemacht, und jetzt werden wir das kurz mit einer kleinen Gewürzmischung mischen. Das würde ich Ihnen empfehlen für zu Hause. Pfeffer, Salz hat wahrscheinlich jeder zu Hause, das ist okay. Aber versuchen Sie mal eine schöne Mischung zu machen aus Rosmarin, aus Thymian, vielleicht ein bisschen geschroteter roter Pfeffer. Und das sind alle mit frischem Salbei, kann man machen. Und das gibt an und für sich diese Würze dieser ganzen Sache. Da sehen Sie schon selbst, wie schön das aussieht mit diesen frischen Kräutern, mit dieser Kräutermischung. Das hat natürlich gleich etwas Pfiff. Sie würzen aber auch nur auf einer Seite, denn auf der Fleischseite, weil die Gewürze auf dem Fett nicht angenommen werden. Ja? Und so werden wir das in die Pfanne legen. Das heißt, zuerst mit der Fettseite, das sehen Sie jetzt gleich, und dann zieht sich das zusammen, und dann in der zweiten Seite legen wir dann das um. Das ist für Sie der Tipp. Also eine schöne Gewürzmischung machen, das kann man für verschiedene zu Hause braten, für Schweinebraten, für Rouladen nehmen und und. Es ist ein Universalgewürz, aber mit einer ganz tollen Note und mit 4, 5, 6 verschiedenen Kräutersorten, die also praktisch den Pfiff geben, als wie nur Pfeffer, Salz. So, zunächst eine wunderschöne Pfanne. Es sollte immer die Größe haben wie bei dem Topf, dass wir auch nicht zu viel oder nicht zu viel Fettigkeit brauchen, sondern das Produkt, was wir machen, diese Ente, gerade so richtig schön in der Fettigkeit liegt. Jetzt gibt es verschiedene Varianten. Viele machen, ich sag mal, mit Margarine, mit Butter, mit verschiedenen Ölen. Ich rate Ihnen, nehmen Sie Olivenöl. Olivenöl geschmacklich und natürlich eines der Öle, die den meisten Hitzegrad hat. Sie können das Olivenöl bis 200 Grad erhitzen und es verbrennt nicht. Wobei Pflanzenöl, Sonnenblumenöl oder Rapsöl schon bei 150 oder 160 Grad verbrennt. Das heißt also schwarz in der Pfanne, das wird Ihnen bestimmt schon mal passiert sein. Da war der Schnitzel noch nicht in der Pfanne und das Öl aber schwarz. Versuchen Sie es mit Olivenöl, nicht zu viel. Der Boden leicht bedeckt, Sie sehen es selber schon. Und dann lassen wir es leicht erhitzen in der Pfanne. Dann mit der Fettseite in die Pfanne legen. Ja, Sie hören es schon, wunderschön, und Sie sehen es auch an der Größe der Pfanne, es passen genau diese zwei Entenbrüste rein, und das ganze Fleisch kann in sich geschlossen werden. Das ist die Kunst normalerweise beim Fleisch, dass die Strukturen sofort geschlossen werden und der Fleischsaft erhalten wird und dadurch das Fleisch natürlich saftig bleibt. Versuchen Sie einfach mit der Gabel oder mit einem Küchenlöffel, den Sie vielleicht zu Hause haben, unter das Fleisch zu gehen, nicht reinstechen, das wäre gefährlich. Da kommt also praktisch der schöne Bratensaft schon wieder raus. Hier sehen Sie es also nochmal sehr schön. Es zieht sich also praktisch zusammen, die Entenbrust, und bringt natürlich Volumen dann auf den Teller. Das heißt also, sie liegt nicht flach. Dann wenden wir diese Entenbrust. Sie sehen, schauen Sie mal diese Farbe an. Und durch den Schnitt, den wir vorne gemacht haben, hat das an und für sich schon das, was wir wollen. Ja? Wunderschön im Ansatz, wunderschön in der Farbe schon und wunderschön in der Schnittform oben etwas eingekreuzt. Und das lassen wir jetzt bei mittlerer Hitze am Rand, am Ofen, oder wenn Sie Gas haben,
auf mittlerer Flamme bei einer Gasflamme so 5, 6, 7 Minuten schön ziehen bzw. leicht braten. Ich werde das nochmal wenden, das Fleisch, und da sehen Sie diese schöne Gewürzmischung, die wir im Vorfeld auf das Fleischinnere gegeben haben, wie schön die auch bleibt, auch nicht schwarz wird durch diese richtige Temperatur oder Brattemperatur, die wir ausgewählt haben. Sie sehen es also selber, wunderschön gelungen in einer kurzen Zeit. Wir lassen es noch etwas ruhen und beginnen an und für sich mit dem anderen Teil, das heißt mit den Karonisch, mit den Honigkarotten und natürlich mit dem Kartoffeltörtchen. Vielleicht zur Rotweinsoße, Schokoladensoße noch einmal. Ich habe also hier schöne bittere Schokolade, die ich ausgelassen habe, in einen Topf gegeben, ein etwas Öl dazu. Da haben Sie die Gefahr nicht, dass das anbrennt in der Pfanne. Schokolade hat die Eigenschaft, schnell anzubrennen im Topf oder in der Pfanne. Und deshalb einen kleinen Schluck Öl mit dazu oder Butter kann man auch machen. Und da bleibt die Schokolade geschmeidig, wir werden das sehen. Und dann natürlich Ihre Wahl, einen schönen sächsischen Wein, einen roten, ich sage ja mal aus unserer Meißner Gegend, einen schönen Säuslitzer oder einen wunderschönen anderen Wein. Sie können natürlich auch einen anderen Badener Wein nehmen. Aber rot sollte er sein, weil rot ist intensiv und geschmacksträchtig und nicht so viel, dass Sie vielleicht von der Schokoladensoße schon betrunken sind. Das können Sie dann anschließend machen. So, kommen wir vielleicht zum Anrichten. Meine Damen und Herren, schauen Sie nochmal diese wunderschöne Flugendenwurst, wunderschön gebraten. Vollgewürz. Dazu die Rotwein-Schokoladensoße. Etwas Schokolade, etwas leicht, etwas mit Öl unterziehen und dann mit Rotwein ablöschen, sagen wir Fachleute. Besser kriegen Sie es nicht hin. Schauen Sie diese Endenwurst an, rosa, so wie es sein soll. Nicht verbrannt, wunderschön gegart, durchgezogen, wunderschön im Fleisch, eine tolle Farbe. Jetzt haben wir wunderschöne drei Tranchen geschnitten, die wir im Prinzip an die Honigkarotten und an unsere Kartoffeltörtchen legen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de